Am PC gibt es für den Flight Simulator bekanntermaßen jede Menge Zusatzinhalte. Und da habe ich mir wieder einen ausgesucht. Den möchte ich euch heute zeigen. Mein Name ist Andi von Andiana TV. Wenn dir dieses Video gefällt, dann lass mir gerne wieder ein Däumchen da. Den Link zu den kostenlosen Zusatzinhalten packe ich wie immer in die Videobeschreibung. Zum einen seht ihr heute erneut den Airbus H135. Diesen gibt es mit insgesamt 15 Liveries. Wir fliegen heute die ADAC-Version. Veröffentlicht wurde dieser Inhalt bereits im Februar diesen Jahres, allerdings es gab ein Update und zwar erst am 28.10. und somit ist dieser jetzt auch mit dem Sim Update 6 voll kompatibel. Und passend dazu, damit wir schöne Einsätze mit unserem Helikopter fliegen können, habe ich mir den Zusatzinhalt installiert Helipads in Nordbayern inklusive Emergency-Szenarios. Dieses beinhaltet zum einen verschiedene Krankenhäuser in diesem Gebiet und da wären zum Beispiel dabei Bayreuth, Kronach, Bamberg, Pegnitz, Lichtenfels, Hof, Marktredwitz, Forchheim, Münchberg, Naila. Also da sind wirklich einige Krankenhäuser mit integriert. Außerdem verschiedene Polizei- und Feuerwehrstationen. Dort wurden an den diversen Punkten dann Helipads installiert und zusätzliche Gebäude integriert. Das ist qualitativ jetzt nicht zu vergleichen mit einem besonders detaillierten Flughafen oder dergleichen. Das ist etwas einfacher, ja. Die Qualität ist für einen kostenlosen Inhalt aber wirklich stimmig. Und um jetzt Einsätze fliegen zu können, wurden verschiedene Notfälle hier mit integriert. Ihr seht ja das gerade. Neben verschiedenen Straßenverkehrsunfällen mit Motorrädern und Autos gilt es auch, verschüttete Personen zu retten oder Leute, die vom Pferd gefallen sind, bis hin zu möglichen Abstürzen von Kleinflugzeugen oder Zugunglücken ist hier wirklich einiges dabei. Und an den jeweiligen Zielorten sind jetzt hier keine Helipads oder dergleichen platziert, sondern das jeweilige Szenario entsprechend dargestellt. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal anhand eines Beispiels an. Wir fliegen einen Einsatz mit dem Helikopter mit dem Airbus H135. Zu diesem Modell gibt es bereits ein Video auf meinem Kanal. Wer Interesse daran hat, auch das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Wir stehen aktuell mit unserem Helikopter am Klinikum in Coburg. Und wir haben eben einen Funkspruch erhalten, dass nordwestlich unserer Position ein Zugunglück geschehen ist. Dort sind bereits Einsatzkräfte vor Ort. Hier heißt es Verkehrsunfall mit einem Zug, Massenanfall von Verletzten, was auch immer das heißen mag. Und dann würde ich sagen, brechen wir hier mal direkt auf. Moment, ich blende das hier nochmal ganz kurz ein. Notfall, Verkehrsunfall, Zug, Massenanfall von Verletzten. Tatsächlich, habe ich nicht verlesen. Und ich erstelle jetzt da keine Route, sondern wir starten einfach am Klinikum in Coburg. So, Helikopter haben wir alles eingestellt. Was machen wir mit dem Wetter ein bisschen? Das lassen wir alles auf Standard. Klarer Himmel, naja, ein paar Wolken könnten wir eventuell noch mit hinzufügen. So, Einstellungen gecheckt, es kann losgehen. Und nachdem ich jetzt hier auf Losfliegen klicke, machen wir einen kleinen Cut, überspringen die Ladezeiten, denn die Verletzten wollen nicht warten. Fliegen werde ich das Ganze mit dem Thrustmaster T16000M FCS HOTAS. Unterstützend zur Bedienung im Cockpit habe ich hier die Maus natürlich mit angeschlossen und einen Xbox Series X Controller. Und ihr könnt es hier schon sehen, neben dem Klinikum in Coburg wurde hier ein Helipad installiert. Dieser ist sogar beleuchtet, also sprich, wenn ihr Nachtflüge macht oder dergleichen, dann sind diese auch entsprechend ausgeleuchtet. Das betrifft nicht alle Helipads, aber ausgesuchte. Als wir vorhin auf der Weltkarte unsere Startposition gewählt hatten, hätten wir auch die Parkposition dieses Helipads auswählen können und würden den Helikopter dann komplett von Null starten. Das ein oder andere haben wir uns jetzt hier einfach mal abnehmen lassen. Das heißt, es ist schon einiges vorbereitet, die Maschine läuft. Jetzt schauen wir uns hier das Display mal ganz kurz an, damit ihr das auch hier in diesem Video nochmal ganz kurz seht. Denn du hast hier verschiedene Möglichkeiten. Du kannst hier zum Beispiel die Türen und so weiter öffnen. Das geht über dieses Bedienfeld. Das zeige ich euch dann gleich noch, wenn wir angekommen sind am Zielort. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, dass wir die Engine hier auf 100% bekommen. Dazu drücken wir diesen Hebel hier einmal nach oben. Dann geben wir mal entsprechend Schub, heben ab und orientieren uns hier jetzt gleich mal nordwestlich. Während des Fluges verhalte ich mich ruhig, wir fliegen Richtung Zielort und sobald wir uns dem nähern, melde ich mich wieder.
So, wie ihr sehen könnt, wir nähern uns langsam der Unfallstelle. Einige Einsatzkräfte scheinen schon vor Ort zu sein, also zum Beispiel Feuerwehr, Polizei, Krankenwägen. Aber jetzt schauen wir erstmal, ob wir eine saubere Landung hinbekommen, weil das ist mit dem Helikopter tatsächlich gar nicht so einfach. Zumindest für mich. Na, das sah doch gar nicht so schlecht aus. Dann schalten wir als erstes mal die Engine wieder auf die Mittelstellung hier und im Anschluss öffnen wir mal direkt alle Türen. Das hat nicht ganz geklappt, da müssen wir noch mal ein bisschen nachjustieren. So, jetzt gefällt mir das besser. Die vorderen Türen können wir jetzt hier eigentlich geschlossen lassen. Und um uns dieses ganze Szenario jetzt mal ein bisschen näher angucken zu können, würde ich sagen, wir wechseln mal in den Schaukasten, also in diese Drohnenansicht. Und dann können wir uns diese ganzen Dinge hier mal vor Ort genauer ansehen. So, was sehen wir jetzt hier alles? Also neben dem verunglückten Zug haben wir hier zwei Helikopter stehen, mehrere Feuerwehreinsatzkräfte, mehrere Krankenwägen, ein Bus steht dort hinten noch mit dabei, verschiedene Polizeifahrzeuge sehe ich auch, wir gehen mal ein bisschen näher ran. Und da sehen wir auch die Beschriftung ganz gut, Polizei, Bayerisches Rotes Kreuz, selbst die Kennzeichen sind der Herkunft entsprechend. Also das ist schon gut gemacht. Wie sehen hier die... Oh, okay, die Johanniter haben ein eigenwilliges Interieur. Und was haben wir hier noch? Einen Notarzt. Okay, alles klar. Intensivtransport heißt es hier. Ja, cool. Das sieht doch ganz stimmig aus. Hier der Zug. Und ja klar, Großverletzte sehen wir jetzt hier nicht. Die wollen wir auch gar nicht sehen. Ne? Ist klar, wir wollen hier nur ein Szenario, das eine Situation eben entsprechend andeutet und wir hier einen fiktiven Einsatz einfach fliegen können. So, dann schalten wir mal wieder zurück. Ich glaube, unsere Einsatzkräfte sind zurück im Helikopter. Die verletzte Person wurde hinten stabil platziert und somit schließen wir wieder unsere Türen und schalten die Engine wieder auf 100%. So, Türen sind zu. Sicherheitshalber nochmal ganz kurz eine optische Kontrolle. Nicht, dass wir noch was verlieren auf unserem Weg zum Klinikum. Die Engine schalten wir auf volle Leistung und dann heben wir wieder ab. So, und dann hören wir uns gleich in Coburg am Klinikum wieder.
So, und ihr seht schon, wir sind hier zurück am Klinikum in Coburg und befinden uns direkt im Landeanflug auf unseren Helikopterlandeplatz. Jetzt schauen wir mal, ob das einigermaßen klappt. Die Markierung von diesem Spot hier, die könnt ihr natürlich in den Menüs entsprechend deaktivieren. Das ist jetzt hier, ja, nicht ideal, sagen wir es mal so. Ja, okay, die Landeposition ist jetzt für meine Verhältnisse nicht so schlecht, ist natürlich ausbaufähig. Ich muss hier zu meiner Verteidigung dazu sagen, es war natürlich volle Absicht, weil der Weg zum Klinikum jetzt nicht mehr allzu weit ist. Ja. Engine wieder auf Mittelstellung, wir öffnen die Türen und ab geht's. So, an sich ist es das. Also ich finde das wirklich gelungen. Es ist so, dieser Inhalt ist komplett kostenlos. Leider nur am PC verfügbar und da hinkt leider die Konsolenversion nach wie vor hinterher. Es gibt so viele tolle Community-Inhalte, die nur am PC verfügbar sind und es bleibt zu hoffen, dass sich das irgendwann mal ändert. Alle Informationen darüber, wo ihr diese Inhalte bekommt und wie ihr sie installiert, denn auch darüber gibt es ein Video bei mir auf dem Kanal, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Falls ihr Fragen oder Ergänzungen zum Gezeigten habt, nutzt bitte die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Wenn euch dieses gefallen hat, lasst mir bitte ein Däumchen da. Wir sehen uns gerne in einem der nächsten Videos oder Livestreams. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.